Ja, hallo Zworradfreunde. Wie geil ist das denn? Wir knacken großzügig die 20 Grad heute. Ist kein Aprilscherz. Mein Auto sagt mir 24 Grad. Das Doofe ist, es ist ziemlich bewölkt. Zum Start ins Wochenende natürlich kein optimales Wetter oder keine optimale Voraussetzung. Aber vielleicht ist es ja morgen wieder besser. Und wir können uns am blauen Himmel freuen. Ich möchte das Video nutzen zum Auftakt meiner neuen Serie. Man könnte auch sagen, eine neue Playlist. Und zwar soll sie den Namen Pistenblausch haben. Da ich relativ oft unterwegs bin, entweder mit dem Auto oder mit dem Fahrrad, kann ich natürlich auch diese Zeit nutzen, um ein Video aufzunehmen. Und ich möchte auch von den Themen ein bisschen abweichen. Ich meine, klar, Hauptthema bleibt E-Bike oder Fahrrad. Aber um das Ganze so ein bisschen ausweiten zu können, dachte ich mir, machst du noch eine extra Serie, wo auch so ein paar andere Sachen halt auftauchen können. Zunächst möchte ich euch aber die Frage stellen, ich weiß nicht, ob ihr meine Videos verfolgt habt, in denen ich unterwegs bin mit dem Fahrrad. Ich möchte so ein paar Dinge loswerden nach jetzt knapp 500 Kilometern, die ich mit dem Fahrrad jetzt gefahren bin in 3 Monaten. Ein kleines Feedback dazu. Also ich bin voll und ganz zufrieden damit. Preis-Leistung auf jeden Fall top. Die Frage, die sich mir nur stellt, ist, ob ich damit die richtige Wahl getroffen habe. Denn wie gesagt, ihr habt gesehen, wo ich damit rumfahre. Vielleicht hätte das Fahrrad noch etwas crosstauglicher ausfallen können. Wenn ihr meine Videos gesehen habt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar dazu schreiben, was ihr da drüber denkt. Ob ihr da vielleicht auch zu einem anderen Modell gegriffen hättet. So vom Fahren her ist das Teil wunderbar. 28 Zoll Bereifung. Lässt sich sehr komfortabel fahren. Was vielleicht etwas negativ ist, ist ja diese Sandtour-Gabel verbaut vorne. Ist jetzt natürlich kein Hightech-Produkt und das merkt man. Ich habe versucht, die auf verschiedene Verhältnisse mal anzupassen, einzustellen von der Härte her, aber da tut sich dann nicht allzu viel bei der Einstellung oder nach der Einstellung. Ich denke, wenn man da auf hochwertigere Komponenten zurückgreift, wird da eher ein Unterschied zu spüren sein. Gut, hinten ist ja ein Hardtail. Da mache ich natürlich nichts. Ich müsste halt mal ausprobieren jetzt mit einem Fully als E-Bike zum Beispiel oder gibt ja auch von Highbike diese etwas crossigeren Modelle wie das X-Duro zum Beispiel oder das All-Mountain. Vielleicht sollte ich diese Modelle einfach mal ausprobieren. Aber wie gesagt, würde mich interessieren, was ihr darüber denkt. Dann war ich gestern Abend kurz unterwegs noch. Und da hat mich schon eins gestört wieder für dieses Jahr. Jetzt schon. Und zwar die Insekten, die jetzt schon unterwegs sind. Jetzt war es ein paar Tage warm. Jetzt fliegen schon überall die diversen Insekten durch die Gegend. Ich hatte auch die Brille auf. Dann habe ich nur gehört, wie sie gegen die Brille geklatscht sind. Da bräuchte ich mir vielleicht irgendwie einen Mundschutz oder so, damit man keine Fliegen zwischen den Zähnen hat. Es gibt ja diese eine Fotomontage mit dem Motorradfahrer. Kennt ihr bestimmt auch, ist schon etwas älter. Da macht das schon Sinn unter Umständen. Dann den Helm von Ikea, den ich habe, hat auch keinen Insektenschutz. Und je nach Frisur oder Haarlänge verfangen sich sicherlich auch die ein oder anderen Insekten darin. Muss ich alles mal beobachten in nächster Zeit und mal gucken, was ich da für Gegenmaßnahmen ergreifen kann.
Dann habe ich bei Amazon wieder einen neuen Warenkorb zusammengestellt. Shimano MTB-Schuhe mit den entsprechenden Cleats und Pedalen. Alles in allem gut 100 Euro. Ich denke, Preis-Leistung hier ist auch top. Werde ich mir jetzt bestellen, beziehungsweise die Schuhe habe ich mir schon bestellt. Die sollen so gegen 17. April ankommen. Denn ich habe gemerkt, mit den Laufschuhen, die ich habe, die dadurch, dass sie eine relativ breite Sohle haben, ist natürlich auf den Pedalen kein optimaler Tritt vorhanden. Und dadurch, weil es auch Schnürschuhe sind, ist natürlich immer die Problematik mit den Schnürsenkeln. Die wollen auch irgendwo verpackt sein oder irgendwo hingepackt sein. Ich meine, klar, von den Farben her, Schwarz-Lemon passt natürlich zum Fahrrad. Die Shimano-Schuhe sind grau-schwarz. Passen dann auch. Und sind dabei natürlich um einiges praktischer. Gut, wie gesagt, dieses Video als kurzer Auftakt zur neuen Serie mit dem Namen Pistenplausch soll mir einfach die Möglichkeit bieten, ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Smalltalk, aber so ein bisschen Blabla anzubieten in den Zeiten, wo ich halt unterwegs bin. Und vielleicht entsteht ja da auch ein sinniger Content, den ihr verfolgen wollt. Wir probieren das einfach mal aus. Das soll genügen fürs erste Video. Knapp 10 Minuten. In dem Rahmen wollte ich mich bewegen. Und ja, vielleicht gibt es auch Themen, die für euch interessant wären. Lasst es mich wissen. Wie gesagt, könnt mich da gerne kontaktieren. Ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Pistenplausch. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Bis dann.